Am Mittwochabend ist ein Privatjet in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau abgestürzt. Alle 10 Insassen sollen dabei ums Leben gekommen sein. An Bord soll auch der Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin gewesen sein. Dieser galt als höchst gefährlich und skrupellos, doch in Russland war er für Teile der Bevölkerung ein verehrter Held. Videos in den sozialen Medien zeigen die Reaktionen seiner Anhänger. Überall fließen Tränen. Der vermeintliche Tod des Wagner-Chefs löst starke Emotionen aus. Ein Junge bekommt die Nachricht, während er im Internet einen Livestream teilt. Man sieht ihm den Schock sofort an. Dann beginnt er zu weinen. Er verlässt das Zimmer und das Video endet. Auch bei einem Soldaten fällt die Reaktion nicht weniger dramatisch aus. Er besucht das Mahnmal, das Wagner-Anhänger in Trauer um ihren Anführer aufgestellt haben. Jewgeni Prigoschin befand sich vor seinem Tod im Exil. Nach einem Machtstreit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin tauchte er in Belarus ab. 2 Tage vor seinem vermeintlichen Tod erschien eine letzte Videobotschaft des Wagner-Chefs. Diese ließ vermuten, dass er sich zu dem Zeitpunkt in Afrika befand.